Hallihallo, liebe Leute, hier ist der Franken-Andi und wir spielen den LS17 auf der wunderschönen Hauptfach. Ja, wir sehen hier einen dicken Johnny vor uns stehen und ich habe, wie vermutet, warte mal, den Kipper kann ich ja eigentlich da lassen. Den Anhänger gefunden. Er steht natürlich bei der Palettenproduktion. Da werden wir jetzt mal schnell hinfahren und werden den holen. Jo, und dann? Dann müssen wir auf jeden Fall mal einen Blick in die Brauerei riskieren, denn ich möchte mal wissen, was da los ist. Ich bin zu schnell unterwegs. Hoffentlich werde ich nicht geblitzt. Da vorne ist ein Blitzer, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen langsamer machen. Du. Na guck mal da, da steht er ja. So, einmal ankoppeln das Ganze. Ey, wo willst du hin? Ich komm doch da raus. Ja, das geht. Auf der LS19-Version ist auf jeden Fall schon Verkehr verbaut. Aber ich habe die Feldaufteilung gesehen. Das hat mir noch... Ja, die mit der neueren Beta hat es, glaube ich, kurz verändert. Ja, hier will ich aber nicht hin. So, aber da geht doch ein Feldweg. Geht doch da. Ja, komm noch einmal da jetzt hinter. Ich meine, ich habe gesagt, ich spiele die im LS19 nicht, ne? Aber wenn die jetzt doch noch weiterentwickelt wird und fertiggestellt werden sollte, dann wäre es echt eine Überlegung wert. Aber das wird noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe auch schon ein Auge auf zwei andere Karten geworfen. Gut, das sind jetzt beides nicht die Mörderkarten. Aber für den Anfang ist es doch okay, auf jeden Fall. So, gut, jetzt schauen wir mal, wie schaut's da aus? Ist schon voll? Nee, aber gleich, dann fahren wir gleich den... Oh. Weiterfahren, entlassen. Gut.
Ich hoffe, die überarbeiten die Karte mit mehreren Leuten, denn einer allein ist da wieder hilflos verloren an der Aufgabe. Wo ist denn jetzt, jetzt juckt's mich am Ohr, das ist ja gemein, ey. In der Ohrmuschel dann natürlich, ne? Also, vom Kopfhörer in der Ohrmuschel. So. Der ist unterwegs, dann brauchen wir jetzt den Stapler, ja. So, dann nehmen wir auch die Abkürzung. Oh. Querfeld ein. Oi, oi, oi. Nicht Querzaun. So, das ist auch ein schönes kleines Fältchen. Ui. So können wir jetzt eigentlich bescheißen und einfach durch die Hecke fahren. Aber nee. Nee, nee, das tun wir nicht. So. Und da ist erst eine fertig. Gut. Dann lassen wir die mal da stehen und dann springen wir mal interaktiv hoch. Bauerei. Hä? Kartonslager. Hä? Was ist ein Kartonlager? Das ist ein Kartonlager. Ist ja krass, das kenne ich ja noch gar nicht. Ja, der Stapler sieht ein bisschen abgefuckt aus, aber na gut. Ja. Also Hopfen ist da. Die Produktion läuft. Was ist denn das hier? Achso, das ist auch nur so ein Einfahrsilo. Hier sind die Bierpaletten. So, wie viel hat er denn schon verbraucht? Oh ja, jede Menge Wasser. Okay. Also 14.000 Liter Hopfen. Und daraus sind 6.000 Liter Bier geworden. Sehr geil, ey, wie sich das hier dreht und alles. Alles sieht schon echt fett aus. Gut, Wasser sollte man ganz dringend wieder nachfüllen, ne? Ach nee, oder? Das ist ein Cleaner. Ach ja, krass.
So, lass mich mal da hoch. Lässt mich jetzt mal da hoch? Ja, die kommen. Ja, aber die Proportionen passen auf dem Förderband nicht so ganz, ha? Ah ja, gut, hier ist uns auch so groß. Ja, aber das sieht echt krass aus. Ja gut, hier die Animationen sind nicht ganz okay, aber boah, die Maschinerie im Ansicht, das ist es. Halleluja. Da hat das ganz schön krachen lassen hier. Der Fendt 800 hat... Ach ja, der ist jetzt wieder am Hof. Ach doch, nee. So, so, da wollte ich doch hier. Da, check, gib her. Ach ja, warte mal, das geht so nicht. Jo, mach mal voll die Hütte. Ja, schön, der Deutz ist fertig. Hallo? So. Liter haben wir noch drin. Braucht sonst noch irgendwas Sprit? Erstmal nicht, ne? Nee, ich will eigentlich. Achso. Das geht jetzt nicht, ich muss es so machen, oder? So. Ja. Ah ja, jetzt ha. Gut. Ein bisschen friemelig, aber geht. Oh. Gut, dann stell den da mal ab.
Dann kann der eigentlich wieder in die Garage. Jetzt müssen wir nochmal die Felder anschauen. Wie jetzt? Was sagen die Temperaturen? Boah, voll warm noch. Na, wo ist er denn? Ja. Abfahrer entlassen. Aber warum? Warum hat er hier überall solche Löcher reingemacht? Gib mir mal die volle Power hier. Das ist bestimmt, weil das so nach versetzt ist. Das ist das, was ich auch vorhin in der Ansicht gesehen habe, ne? Diese Geräteversatz hier. Den machen wir mal aus, vielleicht ist es dann besser. Da steht ja der ganze Weizen noch. Gottes Willen, das sind ja bestimmt. Eieieiei. Habe ich gar nicht gesehen. So. Ja, jetzt ist die Frage, brauchen wir noch eine Folge für diesen Tag? Also ich muss den Schweinestall natürlich noch machen. Wow, glaube ich, muss man jetzt nicht schon wieder zeigen. Ansonsten haben wir nichts mehr Aufregendes jetzt hier zu tun, oder? So, gut, dann klappt es wieder ein. Dann soll er die Sämaschine holen. Und dann radeln wir da mit der Sämaschine noch schnell drüber und aufs Feld 101 auch. Tschum.
Eigentlich, naja, die oh, Mehlpaletten müssen halt noch verladen werden, ne? Gibt's da ein Paletten, ein paar Palettenfreaks, die sich freuen, wie ich die Paletten auf dem Hänger belade? Oh, ich habe keinen einzigen gehört. Weil ich das noch nicht so oft gemacht habe, weißt du, mit dem Paletten aufladen. Zwinker, zwinker. oh Mist, müssten wir aber eigentlich mal fahren. Aber das können wir... Sollten wir auch erst morgen machen. Aber... Na gut, wenn ich die säen lassen... Gut, säen kann ich es aber auch noch. Wie wird's Wetter morgen? Angeblich arschkalt. Das glaube ich auch nicht, oder? Ein Grad Bodentemperatur? Nee, oder? Und minus 5, minus 8. Alter Schwede, was ist denn das für Winter? Ja gut, wenn wir es nicht mehr säen können, dann können wir es nicht mehr säen. Dann ist es heute so. Ja. Dann war es das schon wieder für diese Folge. Heute mal ein bisschen kürzer. Die anderen sind sonst viel zu lang. Ich werde jetzt noch den Hof aufräumen und natürlich die Schweine füttern. Die Paletten werde ich noch aufladen, also die Weizenmehlpaletten zu einem halben Hänger und einen ganzen. Mal gucken, wie viel das ich schaffe in der Zwischenzeit, wo ich den Schweinestall halt sauber mache. Und den werde ich dann noch runterfahren und in die Bäckerei bringen. Und dann warten wir mal noch, was so kommt. Oder soll ich heute Abend nochmal eine reinmachen? Aber nee. Nö, das wird am Fastcamper mal wieder machen. Und den Komposter eigentlich auch, ne? Ah, ich bin zwiegespalten. Soll ich heute an den Tag noch eine Folge machen? Ach komm, wir machen noch eine. Aber die ist dann erst so gegen Abend, 16 Uhr. Ich mache jetzt in der Zwischenzeit den Hof und dann... Genau, so machen wir das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.